Weiter geht's. Ich hoffe, wir können diesen Job wenigstens ohne Unterbrechung durchziehen. Schauen wir mal. Den Bürgermeister. Wir sind da, Buck. Und? Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Takachi. Komm im Konpeki Plaza. Abteilung. Papiere sind für den Flatter. Keine Sorge, ich krieg das hin. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, ho, Sir. Hombre. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Will ich aber auch hoffen. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. So. Komplett goldene Person. Ist auch Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Das wird Problem. Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Oh Mann, okay. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke, dir danke. Auch. Okay, gehen wir. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation? Versuch's auch mal. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, oder? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Nicht rumgekriegt. Ich habe sie entführt. Nach der Buenos Six Show. Echter Romantiker. Mädchen? Ich weiß nicht. Das war ziemlich. Die Bar sieht nett aus. Profi-Puppe. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Ja, aber jetzt haben wir Wichtigeres zu tun. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Ich schätze in den Aufzug, ja. Richtig gerade. Einfach Steinkreis an der Wand? Okay. Ich glaube, wir passen rein. Wem's gefällt. Wie sehe ich aus? Ja, ich kann einfach alles tragen. Das ist mal Fahrstuhlmusik.
нормально сказать, врал он или нет. А ты сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском... Also, доверен wir. Они всегда врут. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bab. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Triller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzug ab. Klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Ist hier so drinne? Nichts. Mal laufen. Ladung bei den Erste-Hilfe-Kasten. Ihr da? Die Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Karnal, wir haben keine Zeit. Ja, okay. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamera, Vieh. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Wo ist er denn? Der Steine. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen groß vertreiben. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Würde ja. Ah, da oben ist der Schacht. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Ach, die Kamera ist hinter einer Wand, okay. Wow. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Naja. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall Blut. Problem. Was denn? Zimmer. Ja, das ging quer durchs Internet. Hier haben sich viele drüber aufgeregt. Okay, schon dabei. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird nichts. Gut aussehen. Stinkreich, frecher Blick. Hab ein Smartphone-Panel. Bringt das was? Nein. Überhaupt. Männer wie der sind immer Single. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlinkt den Flathead damit. Na und? Genau, also ich kann jetzt hier nicht in den Lüftungsschacht, weil hier eine Putzfrau davor steht. Aber der Flathead kann hier ganz gediegen über das Bett und an dieser Putzfrau knapp vorbei, um das Terrarium zu manipulieren. Das ist sinnvoll. Aber was ist denn in dem Terrarium? Würde mich mal interessieren. Einfach nur Pflanzen? Okay.
Naja. Schlau genug, um seine Tarnung auszuschalten, aber nicht schlau genug, um hier einfach den nächsten Lüftungsschacht zu finden. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Klettert kann sie öffnen. Öffne die Tür, kleiner Mann. Kleine Spinne. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Ach, schade. Okay. Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich friere ihn mit dem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Na dann. Hä? Geh doch dadurch, Kleiner. Okay. Ah, hier. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Wow. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Ja. Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wird der Flathead zum Facehugger? Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig, sonst nichts. Okay. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay. Hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Setz dich. Okay. Erstmal leveln wir noch auf. Ja, genau die zwei Stats hätte ich auf 5 gebraucht, um hier bessere Lösungen zu haben. Aber da ich mich rausschleichen will, glaube ich, werde ich ein bisschen auf Coolness gehen jetzt. Okay, also das macht erst Sinn, wenn wir das hier geskillt haben. Aber ich glaube, ich
werde mich erstmal ein bisschen hier darauf konzentrieren. Genau. Das war ich. Okay, weiter. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Vielleicht wollte er aus dem System raus. Warum ist er dann wieder da? Schwer, das System zu verlassen, wenn es deine eigene Familie ist. Schwarzes Schaf bleibt ein Schaf, hä? So kann man's auch sagen. Kam auf allen Vieren zurückgekrochen. Erbärmlicher Pseudorebell. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penta Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Oh, wow. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Okay. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Mal schauen, ob ich alle legendären Items einsammeln kann, weil die Zeit da oben wird ziemlich knapp. Also vor allem Yorinobus Knarre will ich mir einverleiben. Und mal sehen, was sein Vater noch dabei hat und so. Dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Hey, Vorsicht, mein Freund. Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, das ist safe. Na los, schnell. Geld. So, warum Knarre direkt schon mal. Sehr schön. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Sucht nach einem Schalter. Aber wird schon reichen. Jackie macht es schon. Ich schau mal, was oben noch so los ist. Geht hier. Ah, Yorinobus Anzug. Kaschmirwolle, aber das kann man ja wohl nicht anziehen wahrscheinlich. Okay. Ach, er braucht doch mich dazu. Dafür ist keine Zeit. Ja. Okay, okay. Ach, fuck. Toll. Den Umweg gar nicht machen müssen, aber na gut. Bingo, da kommt was raus. Komm her, wie. Den spielt er auch noch oder fällt es auf? Ne, den lasse ich mal liegen. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Ein Moment. Gesellschaft. Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Oh fuck. Wie lange noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn. Öffne den Safe. Hab's gleich. Fertig. Super. Okay. Überlass den mir, okay? Jo, alles klar, weil ich erinnere mich gerade noch.
Ich habe gehört, dass hier nämlich noch ein Ei liegt. Das wollte ich mir noch einverleiben. Das habe ich mir auf YouTube reingezogen. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Wo? Versuch's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein, rein da, jetzt. Na gut. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Ich fass es nicht. Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City Legende. Eiskalter Bastard. Was machen wir jetzt? Was stand da? 1-2. Okay. Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Jackie. Oh fuck. Also Stufe. Arasaka-sama. Mada Bodychecko no owatte imasen. Watashi no musuko da. Sonjite orimasu. Adam schaut uns die ganze Zeit direkt an, oder nicht? Watashi ga yaru. Itte kure. Zu knapp. Wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kajate. Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Halt die Schnauze, Jackie. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭を打たれると、よく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか？今こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。Okay. いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまで、お前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せない。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Da sind die Killenlade runtergefallen. Wir sind so gut wie tot.
das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Ich verstehe das bis heute nicht, wie das durchgehen kann. Vor allem vor ihm. Smasher schaut wieder unseren. Oder halt ihn. Aber. Genau, aber wie? Du schaffst das, Jackie. Nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ja, weg. Oh, Scheiße. Das war knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Jack, du blutest. Du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Wie? Konpeki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryokoffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei Jackie. 86%. 86% und sinkt. Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwer muss es tun. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran.
Wenn das mit einer Neuralreinigung getan wäre. Dell! Wir sind gleich da! Halt dich bereit. Das Spiel schnell vorbei. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Steh doch auf! Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Na, erst noch ein bisschen. Aura, sie. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Achtung. Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern. Den Kopf um. Alles gesichert. Zeit für das muss keiner. Wozu das Sarkason? Schön leise kalt machen. Sonderkommando? Sind in der Lobby. Durchsuchen das ganze Gebäude. Ich natürlich noch keinen Schalldämpfer, ne? Spitze. Schauen wir uns das mal an. Sterben die mit Kurzschluss? Ich bin mir nicht sicher. 78, das ist ja gar nichts. Er kriegt einen Opferfisch. Achtung! Im Konfetti-Glas wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie hier. Oh Mann. Ja, okay. Befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Wir haben uns gesehen. Okay. Nichts mit Schleichen. Upsa. So. Ach Gott. Dilettantisch. So. Achso, ich habe keine Granaten. Alles klar. Wettert denn der jetzt? Wow, wow, wow. Jetzt hole ich mir dann aber erst noch ein bisschen Kohle. Ah, andere Seite, okay. Schauen wir mal. Ach, verdammt, hat die dann halt nicht.
Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Hallo! Wo bist du? Sehr geil. Ui, 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 ui. Ja, ja. Ach, verdammt. Wieso duckt der sich auch nicht besser? Immerhin bessere Waffen. Und ein Katana. Ja. Mach ich doch. Naja, hat gar nichts gebracht auf grünes Skin. Ja, ist ja gut, Jack. Hier bringt das eh alles nichts mehr. Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn! Ey! Language. Ist da jemand? Sicherheitsdienst, sofort öffnen! Achtung! Im Kopf. Die Plaza wurde ein Kopf. Bitte verbleiben Sie hier. So will ich das sehen! Das ist alles? Das ist eine Waffe. Oh. Egal. Dir geht nicht. Was ist mit dem anderen? Warum geht denn jetzt das Tutorial da oben nicht weg? Mein Gott. Das läuft ganz gut. Hör nur noch ein bisschen. Funktioniert mal die Aufnahme? Und dann backt hier das Spiel wieder rum. Jackie! Ach, Digga. Schon 3000. Das ist jetzt ein Zehntel von den Schulden, die ich bei Vic habe. Victor Vector. Ah, hier sind noch bitte Waffen jetzt. Davon habe ich schon gehört im Sprungheitserklärung. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Das ist nur Müll. Okay, toll. Zimmer, befolgen Sie die Anweisungen des Personals.
Saburo Arasaka. 150 Jahre. Und heute, ausgerechnet heute, ist ne... Okay. Scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jackie. Wonach sieht das denn aus? Chill, wie? Wir überleben das. Erzähl das, Buck. Vielleicht wäre sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Lass das nicht an mir aus. Kann's nicht ändern. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden, scheiß Tutorial-Text. Kaufen sollen. Die Sachen hier bringen gar nichts. Aber naja, hören wir mal. Deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn! Der reagiert gar nicht. Voll. Dann vielleicht so. Verdammte Optik! Die können dich sehen. Zum Glück dauert das so lange. Los. Oh, die wussten, dass wir kommen. Dann enttäuschen wir sie nicht. Komm rein, Jackie. Tut mir leid, Leute, für den Text oben links. Ich kann leider gerade nicht speichern, natürlich nicht. Hä? Muss doch zum Parkebene, oder? Ja. Ja, das hast du. Oh Gott, okay. Ich empfehle dringend, keine Zeit beim Einsteigen zu verlieren. Okay, dann los. Sorgen.
nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. Oh, wow. Bitte bleiben Sie ruhig. Straßenblockade. Also wie der... Oh, verdammt. Geben Sie nicht einfach auf. So, erstmal ganz kurz den hier weg. Weg, ablegen. So. Und weiter geht's. Nice. Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Was war das? Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells... Okay. Sorry. ...Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper-Doc. Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, wow, was ich dir sage! Schon gut. Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es die ganze Zeit. Der Biochip. So emotional. Du ihn für mich. Und uns nervt dieser Tutorial Text oben links. Hause. Oder zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Scheiß Delamain. Der hat das vorher mal zu einem Doc bekommen. Ein scheiß River Doc. Hier Leute, ich speichere hier mal ganz kurz. Moment, hier rum. Ja, jetzt geht's. Und probier mal diesen Tutorial-Text hier wegzubekommen. Ich hoffe, das Hauptmenü reicht. Und ganz kurz. Kleine Streamer. Bin sofort wieder da.
dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Bin wieder da. Heißt Kujira oder der Wal. Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer überall nicht irgendwelche sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht... Schlimm. Okay, der Text ist weg. Weiter kann's gehen. Zimmer 204. Und seinen Kopfschuss abholen. Lass mich rein. Erwartet. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Hab ihn nicht. Mal eine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo Arasaka tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen. Das waren wir nicht. Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Neuer Ort, neuer Name. Aber erst dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Wieso kann ich jetzt nicht meine Waffe ziehen? Das wäre... Naja. Ja. Ja, komm. Würde ich auch, wenn mein bester Freund gestorben wäre. Alles klar. Ja, natürlich. Ich habe ihn genau angeguckt. Country. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Können andere. Ende des Prologs.
alles okay? Mir ging's nie besser. Du kannst nicht raus. Siehst du nicht aus? Hey, hey, cool bleiben. Natürlich total zugedröhnt. Hey, heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Ja, klar. Aber ich will's heute. Das war wirklich ein bisschen strange, einfach rauszuhauen. Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Kriegst noch einen guten Rat von mir. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit, die Zukunft einzuläuten. Du bist spät. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht Scheitern. Ab, klar? Dieses Jahr. Auf den Straßen in Watson. Hurensöhne. Was da draußen abläuft, haben wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayland richtet, weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson. Schluck die Gewissensbisse runter. Ah. Trifft ja gar nichts. Ich übernehme. Na, aber hallo. Dass hier auch mal irgendwas passiert. Geht doch. Murphy, hab den Zugangspunkt gefunden. Los,
Fahrstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Bringt mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy. Mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, Spider Murphy damit wir gehen. Anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Noch mehr! Geh mir voll! Ah. Hab vergessen, welche Knarre ich hier gerade hab. Ups. Hey. Richtig gut. Ja. Ja klar, so eine One-Shot-Knarre ist halt schon lame. Praktisch, aber lame. Ja, wo denn? Hier an die Tür, denke ich mal. Nee? Da. Okay. Bushido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los! Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka Elite, Mann, marsch los, dann weg! Schieß die Kabel durch! Ja, hallo? Geht doch. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Oh Mann. Ich wusste es, verdammt. Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Ja, wo muss es denn rein? Hey. Gleich am Zugangspunkt. Ah ja. Okay. Netter Eisbrecher aus dem Ausland. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Oh, wow. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Kann ich das nicht hängen lassen? Und wieder zurück? Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und seht, nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Mbole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig! Und jetzt raus da! Go, go, go! Sie kommen hoch! Sofort zum Dach! Schnell! Oi, oi, oi! Achso, der wieder. Stimmt. Schnell du
Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Die Bombe ging gar nicht hoch, oder? Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du dem guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ist das jetzt die Explosion im Hintergrund, oder? Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, Konoyo Nakoto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamuku. Daga shisha wa jigau. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso wa tsukanai. Shisha no kotoba ni wa つつましさがある。 始めろ。 So kann's gehen. Und du? Wer bist du?